Heute zeige ich euch mal, wie man die Service-Intervallanzeige beim Dacia generell zurücksetzt. Ich habe jetzt hier zwar ein Clio 4 Tacho drin, aber das funktioniert bei Dacia ganz genauso. Der Clio 4 Tacho ist nur stellvertretend, das funktioniert bei allen Dacias, beim Clio 4, beim Captur, Twingo, halt alle, die diese Art von Elektronik haben. Zunächst schalten wir die Zündung ein und wechseln mit dem Bordcomputer-Taster auf die Anzeige. Nicht diese, sondern diese. Reichweite bis zur Wartung. Hier passiert erstmal nichts. Wir halten jetzt die Taste gedrückt. Ein paar Sekündchen und dann erscheint da Wartung in. Das habe ich schon zurückgesetzt, deswegen steht da 20.000 Kilometer, 13 Monate. Wir können jetzt mit dem Taster durchwechseln, Wartung und Öl wechseln. Wenn das bei euch nicht geht, ist es halt nicht verfügbar. Aber wir sind jetzt in diesem Menü. Jetzt halten wir bei dem, was wir zurücksetzen möchten, einfach die Taste gedrückt. Es fängt an zu blinken. Und wenn es aufgehört hat zu blinken, lassen wir die Taste los und wechseln, wenn vorhanden, noch auf die andere Seite. Da steht jetzt 18.300. Halten die Taste gedrückt, fängt es wieder an zu blinken. Und jetzt steht 20.000 Kilometer da. Haben wir alle Wartungen zurückgesetzt. Machen wir die Zündung an und Zündung aus und Zündung an. Gucken wir mal, was genommen hat. Ich halte jetzt die Taste wieder gedrückt. 20.000, 20.000. Erfolgreich zurückgesetzt. Ich habe keine Bremse getreten, Motor lief nicht. Also einfach nur Zündung einschalten, Taste drücken. Alles gut. Tschüss.